Eine herzliche Einladung. Akemir lud mich zu einem Gespräch in sein Anwesen ein. Akemir möchte persönlich mit mir sprechen. Ich kann in seinem Anwesen Perigis Aussichtspunkt finden und in seinem Arbeitszimmer mit ihm sprechen. Ja, wo ist das Quest, die ich gerade abgeschlossen habe? Helfende Hände. Anteilnahme, banges Gefühl, größerer Fisch, bittere die St oder Zorn der Brutmutter, Kartierung, Terne, der Ruf des Horns. Nein, ihr leuchtenden Pfade. Ah, Schatzkammer des Erzmagiers. Ich habe das Artefakt zum Volk der Huana zurückgebracht, da ich nur im Besitz, ja. Hat mir das wenigstens irgendwas gebracht? Scheinbar nicht. Ich habe so langsam ein Gefühl, welches die wichtigen Personen sind, die Einfluss hier drauf haben. Bei Huana ist es Königin Oneska. Bei Nekataka ist es ihr Bruder wahrscheinlich. Bei den Prinzipi sind es Dereo und... Naja, Dereo war es im Schlund. Dann natürlich unser toller Freund, Pseudo-Freund da, der uns jetzt Sklavengeschäfte aufhalsen will. Also Forante. Eldis hat natürlich noch was dazu sagen, denke ich mal. Und ja, bei den beiden Fraktionen hier sind es halt die Leute in der Todesfeuergesellschaft und in der Valianischen Handelsgesellschaft. Akemirs Anwesen. Na, hoffentlich sind jetzt wenigstens seine Diener wieder friedlich. Ich habe mir keine Lust, mich jetzt nicht nochmal durch seine Diener durchzukämpfen, um bei ihm anzukommen. Nur um von ihm dann in ein Hütchen verwandelt zu werden oder so. Konzentration. Achso, das Konzentration ist auf ihn gewirkt. Das wäre dann wohl hier, oder? I trust you had no trouble finding the place. Ich vertraue darauf, dass du kein Problem hattest, es herzufinden. Seufzend zieht Akemir von meiner Pergamentrolle auf. Er nimmt eine Feder in die Hand und streicht einen Kalendereintrag mit mehreren Strichen durch, wobei er die Feder so hart aufdrückt, dass Kratzen die Stille zerschneidet. Nekitaka is either a testament to the ancient Huana's love of labyrinths or their hatred of straight lines. Nekataka ist entweder ein Zeugnis der Liebe der alten Wana für Labyrinthe oder ihres Hasses für ger auf gerade Linien. Er verzieht das Gesicht und arrangiert einige der Objekte auf seinem Schreibtisch neu. Danke für die Einladung, Akemir. Die Jahrhunderte waren es nicht, die Johanne, die das Gerippe der Stadt zur Vertretung verbogen haben. Können wir zum Punkt kommen? Verbeugen wir Try uns not mal. to get too comfortable. Fühle dich nicht so Rather heimisch hier. than waste our time with pleasantries, let us get to the business of the hour. Anstatt unsere Zeit mit dem Austausch von Möglichkeiten zu verschwenden, lass uns lieber zur Sache My kommen. estate was recently burgled, my vault breached. In mein Anwesen wurde vor kurzem eingebrochen, meine Schatzkammer geöffnet. Er seufzt, zieht einen Stapel Papiere näher zu sich heran und schiebt ihn dann wieder weg. Ich war es, der hier eingebaut ist. Ja, wir sind sehr echt. Das ist schrecklich. Hast du irgendeine Spur? Ich würde mich freuen, die Schuldigen für dich zu finden. Nichts sagen. Wie ich mir At the dachte. circle's behest, I'm expected to show restraint in these dealings. Auf Geheiß des Kreises soll ich in dieser Angelegenheit Zurückhaltung üben. Seine Nägel kratzen sich in die Armlehne seines Stuhls. Etwas zerreißt und das Geräusch erfüllt die Stille, die zwischen euch If entstanden you ist. imagine that imp blood is easy to remove from carpet, I invite you to clean up after yourself. Geht's nur darum? Wenn du denkst, dass Imp-Blut leicht aus dem Teppich zu entfernen ist, lade ich dich ein, einmal hinter dir I am less aufzuwischen. pleased about the Harappo epic resting in the hands of those who lost it once before. Ich bin wenig erfreut darüber, dass sich das Harappo-Epos nun in den Händen jeder befindet, die es zuvor bereits einmal verloren haben. In den Händen der rechtmäßigen Besitzer, Did I meinst du? ask a question? Habe ich etwa eine Frage gestellt? Akemir wirft einen schnellen Blick nach links und rechts, erwartet, bevor er fortfährt. The Circle of Archmagi wishes for us to put this
unpleasantness in the past with a gesture of good faith. Der Kreis der Erzmagier wünscht sich, dass diese Unannehmlichkeit mit einer Geste des guten Willens hinter uns zu bringen. Als er sein Anführungszeichen Geste beendet, stößt er mit dem Ellbogen aus Versehen einen Tintenfass um. Akemir startet die ausgelaufene Tinte einfach an, bis sie in ihr Gefäß zurückfließt. Gott, selbst die Tinte hat Angst vor dem. Sprich weiter. Circle has expressed concerns about a certain mobile deity. Ach, Eotas mal wieder. Der Kreis ist besorgt wegen einer gewissen, umtriebigen Gottheit. The Deadfire is a fragile place, and a blundering soul drain like Aethys can damage more than just castle keeps. Das Todesfeuer ist ein fragiler Ort und ein Schreck. Und ein ungeschickter Seelenentzieher wie Eotas kann mehr als nur Burgen zerstören. Und zwar, das Todesfeuer kann sich glücklich schätzen, wenn eins seiner Riffe seinen Marsch überlebt. Ich verfolge Eotas bereits, wenn es darum geht. Sag nichts, nehmen wir mal die zwei. In der Tat. It isn't our desire that you apprehend the deity. That simply isn't practical. Es ist nicht unser Wunsch, dass du die Gottheit festhältst, das ist einfach nicht praktikabel. We need your help in preparing for the worst possible outcome. Wir benötigen deine Hilfe für die Vorbereitungen auf schlimmstmögliche Ergebnisse. Akimir zerquetscht mit einem Daumen eine Spinne, die über seinen Schreibtisch krabbelt. Er fletscht erfreut seine Oberlippe. Normally the circle's involvement constitutes the worst possible outcome. Or have you already forgotten the Blackwash Falls incident? Normalerweise stellt die Involvierung des Kreises bereits das schlimmstmöglichste Ergebnis dar. Oder hast du den Vorfall in den Schwarzwaschfällen bereits vergessen? Alof sieht Akimir durch zusammengekniffene Augen an. Kalakoth replaced the water. What more do you desire? An apology? Kalakoth hat das Wasser ersetzt. Was willst du noch? Eine Entschuldigung? Akimir rümpft über Alof die Nase. Erzähl mir die Details. Hier geht es nicht nur um Wiedergutmachung. Der Kreis macht sich Sorgen. Sag mir nichts. Erzähl mir die Details. The Wizard Bekana installed an observatory due northeast of Nekataka. For your absolution, the Circle asks that you locate her research. Die Zauberin Bekana hat nordöstlich von Nekataka ein Observatorium errichtet. Als Absolution wird der Kreis von dir, dass du ihre Forschung findest. Was erhoffst du dir, von den Sternen zu lernen? Warum werde ich gefragt und nicht Bekana? Ich besorge dir die Forschungsnotizen. Solange ich dafür entlohnt werde, ich denke darüber nach. Was erhoffst du dir, von den Sternen zu lernen? That the Circle's concerns are utterly unfounded, of course. Natürlich, dass die Besorgnis des Kreises unbegründet ist. Er zieht eine Augenbraue hoch. No doubt you'll recognize the appropriate documents. You have an eye for valuables. Zweifellos wirst du die entsprechenden Dokumente erkennen. Du hast ein Auge für Wertgegenstände. Warum werde ich gefangen und nicht Bekana? She vanished from academic research and therefore her livelihood. Sie ist aus der akademischen Forschung verschwunden und hat ihrem bisherigen Leben den Rücken gekehrt. All signs point to her lab being abandoned. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass ihr Labor aufgegeben wurde. Ja, ich besorgte die Forschungsnotizen. Fair warning. A vessel flying the sigil of the torn Bannerman set a course for the observatory. Eine Warnung. Ein Schiff mit der Flagge des zerrissenen Banners hat Kurs auf das Observatorium gesetzt. Akemir runzelt die Stirn und durchwühlt seine Korrespondenz, bis er gefunden hat, wonach er sucht. I have every reason to believe they travel armed. Ich habe jeden Grund zu der Annahme, dass sie bewaffnet reisen. Das zerrissene Banner? Mercenaries, I suspect. Expensive ones, if they take such pains to advertise their standard. Söldner vermute ich. Teure, wenn sie solche Mühen auf sich nehmen, ihre Farben zu bewerben. Er macht eine Handbewegung, wie um Fliegen zu verscheuchen. My interest begins and ends at a single point. That someone of great means desires abandoned arcane research. Mein Interesse beginnt und endet mit einem einzigen Punkt, dass jemand mit enormen Möglichkeiten sich wünscht, endlich arkane Forschung fortzusetzen, die vor langer Zeit aufgegeben wurde. Research, which we disregarded. Forschung, die wir übersehen haben. Er räuspert sich und wendet den Blick Come ab. Back alive. Well, not at all. Now, if you don't mind, I have a manner to restore. Komm lebend zurück oder gar nicht. Und jetzt entschuldige mich, ich habe ein Anwesen wieder in Ordnung zu bringen. Und einen Personalbestand wieder aufzufüllen. Er beißt sich auf die Unterlippe und sieht dich durch zusammengekniffene Augen an. Mhm. Neue Quest, Bekanas Nahheit. Und wahrscheinlich habe ich jetzt...
Das abgeschlossen mit dem. Mit der Einladung, oder? Wo ist es denn? Ihre letzte Bitte. Alle an Bord? Nein. Eine herzliche Einladung. Ich habe mich wie gewünscht mit Akimir in seinem Anwesen getroffen, ja. Jetzt habe ich Bikanas Narrheit. Der Zirkel der Erzmagier glaubt, dass Iotas im Todesfeuer beispiellosen Schaden anrichten könnte. Forschungsnotizen der Zauberin Bekana könnten sich als hilfreich erweisen, um den Schaden zu verringern. Akimir schickte mich zu ihrem Observatorium. Der Zirkel ist jedoch nicht die einzige Gruppierung, die ihr Interesse an Bekanas Ergebnissen zeigt. Reise zum Observatorium. Die Forschungsstation befindet sich auf einer kleinen Insel nordöstlich von Nekataka. Ja, gut. Jetzt gehen wir aber erst einmal zurück in die Valianische Handelsgesellschaft, wenn wir das denn können, bei der Uhrzeit, um da Meldung zu machen. Und wenn wir das gemacht haben, geht es endlich mal wieder in den Schlund. Dass wir Morena Hallo sagen, bevor die rumheult, dass wir uns gar nicht um sie kümmern. Was konnte ich da gerade anklicken? Aber irgendwie ist da der Zeiger da oben hingesprungen gewesen. Dann erstmal zum Ankerplatz direkt. Und ich glaube, dann wird es schon zu spät sein, um in die Valianische Handelsgesellschaft zu gehen. Also werde ich mal einfach in die Bar gehen. Gucken, ob ich dort Alkohol kaufen kann für meine Mannschaft. Weil eigentlich müsste die Kneipe mehr als genug Alk haben. Und werde auch dort mal ordentlich rasten bis zum nächsten Morgen. Und werde dann frisch in die Valianische Handelsgesellschaft gehen. Und ja, irgendwie war es klar, dass Akimir herausfindet, dass ich ihm geklaut habe. Oder ja, ich hätte gleich in die... Wie spät ist es denn jetzt? Zweite Stunde, also es ist mitten in der Nacht. Okay. Das heißt Karte. Gib mal ein bisschen Speed, dass wir schneller laufen. Und ja, von da haben wir es ja gar nicht mehr so weit bis zum Valianischen Hauptquartier. So. Guten Tag. Zeig mir, was du verkaufen hast. Ja. Also erstmal Besatzungsmitglieder brauchen wir gerade nicht. Da Vorräte. Na, viel Ale hast du leider nicht. Nehmen aber auch noch deinen Reis und deine Eier und deinen Grog. Öl nehme ich auch noch gerne.
Tja, und alles andere kann ich mir nicht leisten. Gut. Dann nehmen wir ein Bett. Wirkt plus Zauber und alle plus 1 auf alle Fertigkeiten. Das nehmen wir. Wir haben ja schon lange nicht mehr in einem anständigen Bett geschlafen. So, und es ist Tag.